So, also, willkommen zurück, Factorio. Folgendes, ich habe jetzt hier die letzten 2 Stunden Mauern gebaut, gekämpft, Alien-Basen ausgelöscht. Mal einen Schluck aus der Nervenflasche nehmen. Also, hier habe ich überall freigeräumt, hier ist frei. Hier oben waren 2, 3 Nester, die mir voll im Weg waren, habe ich weggeräumt, weil ich möchte hier gerne einen Zug laufen lassen. Ich weiß noch nicht genau, wo ich den lang laufen lasse und wie ich den generell dann noch, am liebsten wäre es mir eigentlich, ich würde den vollkommen anders laufen lassen. Ich würde den, die müssen aber kreuzen. Man muss ja erst mit Signalen arbeiten, weil sonst fahren die sich über den Haufen, dann kommt es zu einer Kollision. Und das ist das, was ich vermeiden wollte, mit Signalen arbeiten, weil das, weiß ich nicht, das kriege ich nicht hin, glaube ich. Was muss jetzt hier rein? Titan? Kobalt? Und Wolfram? Wären die nächsten 3 Gegenstände. Was brauche ich dann noch? Uran? Edelsteine? Ich brauche noch mindestens 2 Züge. Mindestens. Silber, okay, habe ich schon auf dem anderen Zug mit drauf. Das kriege ich hin, das kann ich da irgendwo noch mit abbauen, das ist okay. Hier unten war, glaube ich, sogar ein relativ großer Blob. Na, hier ist Quarz, aber da war auch irgendwo Silber. Eisen, irgendwo war doch auch Silber. Bin ich jetzt blöd? Zink. In dem Zink, na komm, warum mache ich es nicht so? Ja, hier ist Silber, 2,3 Mille, das reicht doch erstmal. Und hier sind 1,1. Damit kommen wir erstmal weit, weil Silber brauche ich nicht so viel. Brauche ich ja bis jetzt noch gar nicht. Oder fast gar nicht. Muss mal überlegen, ob ich das demnächst brauche. Was ist jetzt folgendes Problem? Hier habe ich mir was richtig schön Großes mit reingemacht. Ich habe jetzt hier kein Radar. Ich muss hier wahrscheinlich aufstellen. Weil folgendes, wenn ich jetzt hier längere Zeit nicht bin, ich hatte das Thema vorhin hier, ich war, bin den Weg hier durchgelaufen, habe hier eine Basis zerstört, ich glaube hier irgendwo, mit den Robis ja, bin dann hier durch und habe hier weitergemacht. Ich komme zurück und hier war eine Basis. Eine neue. So. Das heißt, ich bin jetzt längere Zeit wahrscheinlich nicht hier, weil das erste Wolfram, was ich mir nehme, das erste Kobalt, was ich mir nehme, oder Kobaltit, da reicht mir erstmal hier so ein kleiner Blob mit 1,8 Mille oder hier gerade hier 1,1 oder irgendwas. Hier unten ist noch was, ne, mit 3 Mille, das reicht erstmal. Und ist auch näher am Stein dran, weil hier habe ich einen riesen Steinvorkommen mit 12 Millionen. So. Puh. Aber ich denke mir gerade, ich brauche nur noch einen Zug. Weil danach, dank Bob, kann ich danach auf Züge, ja gut, was heißt scheißen? Ich könnte die besseren Züge nehmen von Bob, aber wenn ich jetzt die Standard einfachen 2 Züge da sehe, dann habe ich nachher Fließbänder, die schneller sind als die Züge. Weil jetzt kriege ich das Express-Fließband, das gibt es sowieso noch. Das habe ich ja jetzt schon. So, das ist das hier, Express. Es gibt aber im Bob noch 1 oder 2 Fließbänder, die noch schneller sind. Vielleicht reicht es auch mit Fließbändern, wenn wir es machen. Weil ich bin echt am Überlegen. Also einen Zug kriege ich noch irgendwie unter. Dass ich das sinnvoll eine Station baue, okay. Aber 2? Weiß ich nicht. Hier lang, okay. Bis hier alles gut. Und wo lasse ich den abladen? Naja, okay, hier oben. Geht. Hier oben. Passt schon, doch, das geht, fällt mir gerade auf. Weil da unten habe ich gerade festgestellt, oh, nicht abspacken. Da unten habe ich gerade festgestellt, sowieso, die ersten Eisenvorkommen hier sind bald leer. Hier unten ist Platz. Ja, ich kann die Mauer bis nach außen ziehen. Okay, lass mal es hier abladen. Okay, also einen Zug kriege ich jetzt noch hin für das Titan und für, was war es noch? Kobaltit, also Kobaltstahl. Das auf jeden Fall. Wolfram werde ich mir, denke ich, naja gut, da ist aber auch relativ viel hier. 6 Mille. Weil das ist nämlich dann auch hier unten nochmal. Ja, aber machen wir das so, okay. Also 2 Züge kriegt man noch hin, weil einen können wir hier lang führen. Die Aliens müssen sowieso auch nochmal dran glauben. Das sind die am Öl hier, die stören mich sowieso. Genau, da können wir hier nämlich nochmal einen Zug machen. Den wir noch ein Stück weiter links fahren lassen. Es passt. Und einen kann ich jetzt hier eben lang fahren lassen. Das heißt, da muss ich hier nochmal sowieso Aliens aufräumen und Mauern ziehen. Mit den Schienen. Lass den hier hochfahren. Und lassen dann hier entladen. Okay, passt, alles gut. Ich krieg's mit Zügen hin. Weil die sind halt schneller. So, ja, jetzt war die Überlegung, ich muss Radare hinbauen, weil es werden Aliens nachspawnen. Ich werde hier drin wieder Aliens haben nachher. Es sind ein paar Türme da. Nach außen ist abgesichert.
aber nach innen nicht. Ja, das möchte ich alles später mir noch abholen, vor allem das ganze Eisenzeug. Hier sind noch 15 Millionen drin und so, hier sind noch 3,4, hier sind 3, Schlag. Also hier ist noch jede Menge Zeug drin, auch Gold und was weiß ich was, möchte ich haben. Hier auch, da sind nochmal 13 Millionen drin. Ja. Das ist mehr, als ich initial hier habe. Hier habe ich nur 3,4 oder ja, 3,4. Ich habe gedacht 3,5, aber es sind nur 3,4, siehst du. Also, da geht ganz schön was ab. Hier auch jede Menge Eisen, was ich eigentlich später noch bräuchte. Ist von der Größe nicht viel größer oder sogar kleiner als das. Hat mehr drin, 4,3 Millionen. Hier, 4,1 Millionen. Hier, 6,7. Ja. Also das ist richtig gepackt hier. Die möchte ich später eventuell haben. Aber gut, die sind so nah, die könnte ich mit Express-Fließbändern machen, das ist okay. Scheiß dann drauf. Ja, auf jeden Fall mal festgestellt, wo waren die Aliens? Hier, die waren das, glaube ich, die fanden das gar nicht witzig, sind dann angekommen, wurden aber abgeschossen. Ja, die habe ich jetzt ausgeschaltet, die Basis, die hat mich genervt. Hier oben stehen noch 4 Türme, das waren Türme, mit denen ich zu denen hingebaut habe. Und da bin ich hier runter, habe hier noch 1, 2 Basen ausgeschaltet. Okay, und jetzt sind wir eben hier ganz unten. Da möchte ich jetzt versuchen, wieder eine Mauer zu ziehen. Was haben wir denn hier? Schwefel. Den würde ich mir sogar mit reinziehen. Hier ist noch Bauxit, den brauche ich eigentlich nicht. Hier habe ich nochmal Eisen. Wie viel? 7,5. Ist auch gut, 7,5. Also. Gucken wir mal runter. Ah, natürlich, Aliens. Ah, ihr geht mir auf den Keks. Na gut, also. Da die aber zu nah sind, wenn wir die ausschalten. Oh, Autosave, Autosave. Junge. Nee, ist ja alles gut. Ja, es wird langsam echt kritisch, aber ich muss jetzt mal ein bisschen klopfen. Ich muss jetzt echt mich mal tatsächlich die nächsten 4-5 Stunden noch mit Kämpfen beschäftigen. Mit Basis absichern, mit richtig Mauern ziehen, damit ich mal meine Ruhe habe. Oder zumindest so lange, dass ich das nächste bauen kann. Und das nächste wäre eben jetzt Titan und Kobaltstahl. Puh, es ist grausam. Es wird langsam echt grausam. Ich freue mich schon aufs nächste Modpaket. Ja, doch, ich freue mich drauf. Es wird witzig. Ich werde Scheiße schreien ab und zu, aber ich finde sowas witzig. So, diese Sachen. Guck dir an. Na komm, wenn das zerstört, macht er das. Aber glaube ich eh nicht, dass er schafft. Ist halt viel zu schlecht. Na, was ist denn jetzt hier? Jetzt könnt ihr mal Ruhe halten langsam. Okay. Jetzt reparieren wir das erstmal hier. So. Doch, es ist witzig, halt diese Tüftelei halt, dieses Gucken, ich schaff das irgendwie, ich mach das, diese Herausforderung, weißt, das ist schon, das fetzt. Auch wenn ich manchmal Scheiße schreien, Fluch. Das ist ja gerade der Spaß da dran halt, ne? Einfach wäre ja langweilig. Naja. So, nächste. Können wir schon an die Basis ran? Ne, noch nicht wirklich. Ja doch, warte mal, hat er schon die Basis beschädigt? Nee, hat er nicht. Nimm mal das mit. Wir arbeiten uns mal leicht nach vorne. Ja, ich muss jetzt echt mal ein bisschen das Kämpfen anfangen. Das hilft alles nichts. Ich habe viel zu lange gewartet eigentlich. Mit wirklich auch effektivem Mauerbau. Ich muss mich einigeln und dann, ich muss jetzt anfangen, Radare zu bauen. Ich habe eigentlich fast alle Ressourcen jetzt da, die ich brauche. Ich habe eben jetzt hier, was ich jetzt hier mit einschließe. Ne? Also hier ist jetzt echt die Außengrenze. Schluss, weiter brauche ich nicht raus. Ich habe hier Rutil ohne Ende, also für Titan. Ich habe dieses Bauxit, dieses Kobaltit-Zeug für Kobaltstahl. Davon brauche ich auch gar nicht so viel, aber na, wissen wir es halt. Ich habe Schwefel ohne Ende, falls ich brauchen sollte. Ich habe Gold und Silber, tausendfach. Ich habe Nickel. Ich habe nochmal sogar, wenn ich brauchen sollte, irgendwo hier Bleiglanz. 2 relativ große Blobs. Eisen ohne Ende. Kupfer noch Reserve, wenn ich es brauche. Wobei das Kupfervorkommen, was ich an meiner Base habe, ja sowieso riesig ist. Was riesig? Sind nur 1,3. Bin ich bescheuert im Kopf? Riesig? Ach, Moment. Das da. 14 Millionen. Reicht locker, ne? Ja. Also ich habe genug, ich brauche nicht mehr weiter expandieren. Von daher jetzt einfach wirklich Mauern ziehen, einigeln. Da wären nochmal 9,5 Mille Eisenerz, die würde ich auch mit einbeziehen. Und dann das Spiel beenden. Ne? Schaff mal jetzt.
wird ein Blödsinn und muss ab und zu vielleicht sogar noch was rebauen oder was, aber ansonsten passt schon. Wolfram habe ich hier. Ich habe alles, was ich brauche. Viel wird bei Bob auch mit Gasen gemacht. Mit Flüssigkeiten und Gasen. Ja. Passt schon. Wir kommen jetzt so langsam dahin, wo wir hinkommen wollen. So, kommen wir jetzt mal an die Basis ran. Ne, noch nicht so wirklich. Was ein Blödsinn. Ne, es reicht noch nicht. Stellen wir nochmal einen hier zur Verteidigung für die Scharfschützentürme auf, weil die sind einfach zu langsam. Die machen einen schönen Schaden, aber die sind zu langsam. In der Feuergeschwindigkeit. Gehen schön weit und was, aber sind halt einfach zu langsam. Wenn da was Schnelles ankommt, sind die voll im Bedrängnis. Deswegen habe ich da immer ganz gern ein bisschen einen Schnellfeuerturm dahinter noch oder daneben oder was. Ja, der den unterstützt. Weil sonst kann es passieren, dass Polen offen ist. Ach so, ist er eh schon auf. Ha. So. Ja, der dreht nämlich seinen Turm schon. Der könnte schon schießen, aber ist halt, der schießt halt langsam. Dafür auch gewaltig. Jawohl, also jetzt haben wir so fast zerlegt die Basis. Da unten ist noch ein hässlicher Wurm. Schön, schön. Den sind wir auch gleich los. Und das letzte Stück Basis da unten. So. Ja, und damit war ich jetzt die ganzen letzten Stunden beschäftigt. Da einige Nester, die mich genervt haben, auszuräumen. Ich habe wahnscheinlich Artefakte. Ich muss auch gleich wieder mein Inventar leer räumen. Mein scheiß Inventar ist voll nur mit den blöden Artefakten. Aber ich brauche sie ja später. Bei Bob brauche ich sie. Im Normalspiel braucht man sie ja nicht mehr. Aber ich brauche sie. Weil ich zocke nicht normal. Ich zocke Bob. Weil ich bin ganz krank. Sag mal hier. Gold. Ja, Gold brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich denke, wir lassen es jetzt hier gut sein. Jetzt gucken wir mal, wo sind die nächsten Aliens. Schatzeshalber mal gucken. Boah! Leck mich doch am Arsch. Ne, da machen wir hier einen Turm hin. Da oben ist auch eine Base. Die ist aber hinterm Wald. Die habe ich mal ein bisschen ignoriert. Da oben habe ich zwei Türme hingestellt. Hier werde ich auch ein bisschen was hinstellen. Die werden mich wahrscheinlich durch den Wald versuchen anzugreifen. Ja, mit Sicherheit nachher. Ich werde da so ein paar Türme hier hinstellen müssen. Einfach so sporadisch. Ansonsten kommt hier jetzt eine massive Mauer hin, hier unten. Die müssen noch dran glauben, weil das möchte ich mir und vor allem das Wolfram möchte ich mir mit reinziehen. Das heißt, hier kommt jetzt eine Mauer hin. Vor allem das Warten und Kraften von Mauern immer, das war auch furchtbar. Oder warten, dass die Munition wieder aufgefüllt wird. Also, dass ich wiederholen kann, dass die Munitionsfabriken hinterherkommen. Das war schon ein bisschen Kraft, was ich da jetzt teilweise verbraucht habe. Aber hilft nichts. Es muss jetzt mal sein. Ich muss jetzt echt mal vorwärts machen hier. Auch nur so temporär, das muss ich bestimmt noch verbessern und berichtigen und was. Machen wir auch. Aber erstmal geht es mir darum, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich kann hier dann die Titanproduktion beginnen. Das ist das Wichtigste, was ich machen muss, damit ich die nächsten Forschungen eben machen kann. Die Hochtechnologie und für die Hochtechnologie brauche ich es glaube ich noch nicht mal, aber wo ich es auf jeden Fall brauche, ist für die Logistikwissenschaftspakete. Weil die Logistikwissenschaftspakete brauchen eben das Expressfließband. Oder was haben die gebraucht? Ach nee, Express-Greifarm. Und der braucht Titan. Titan-Lager, Titan-Zahnrad. Ja? Okay. Und das Lager besteht halt nun mal aus, natürlich auch noch aus Schmiermittel, fantastisch, aus Platte und Lagerkugel. Ja? So. Ja, der macht aber, glaube ich, mehr. Der macht 12 Kugeln aus einer Platte. Das passt schon. Und damit gehen dann 16 Kugeln rein. Aber er braucht halt Schmiermittel wieder. Einfach fantastisch. Einfach fantastisch. Naja, also ich muss tausende von Tanks wahrscheinlich bauen für die Sachen, die ich nicht so sehr verbrauche, damit ich hinterherkomme. Ja, dann machen wir das halt so. Also ich habe da keine Lust mehr. Schwierig, ich könnte jetzt hergehen, kann man mit Bob ja machen. Und könnte mir jetzt schwierige Rückführungen überlegen, wie verbrauche ich das, was mache ich da draus, damit ich das machen kann. Könnte ich machen. Ja, und dann würde ich alles so verbrauchen, dass ich keine zusätzlichen Tanks bauen muss oder was. Das könnte ich machen, den Blödsinn. Aber das ist mir dann wirklich ein bisschen doof, was ist, tut mir leid. Dann gehe ich halt her und baue mir ein paar Lagertanks mehr und dann habe ich auch mal Ruhe, ja. Ist einfach so. Sorry, wenn das vielleicht stört oder was und ihr sagt, oh mein Gott, bist du eine Pfeife, ja, dann ist es so.
Aber das ist mir dann echt zu dämlich. Viel zu weit weg, Mann. So, ja, so. Okay. So, das wären so die ersten ein paar Scharfschützentürme. Die werde ich jetzt noch flankieren lassen von Geschütztürmen von normalen. Mark 2 natürlich. Demnächst kann ich ja dann schon Mark 3 Geschütztürme machen. Das heißt, die könnte ich ja schon, glaube ich, oder? Moment, was brauchen die? Messing, ne? Ja, die könnte ich. Aber die zwei erreichen erstmal. Die Aliens evolutionieren ja auch nicht so sehr. Die sind eh schon auf der höchsten Stufe. Das sind die größten Aliens, die es gibt. Es gibt ja nichts Größeres als groß. Ja. Passt schon. So, so. Und so. 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 So, meinetwegen. So. Okay, ich denke, das sollte dann reichen. So, mit der verbleibenden Munition, die ich jetzt noch habe, was auch nicht mehr so viel ist, gehe ich noch ein paar Aliens jagen. Und dann können wir langsam mal anfangen, diese Produktion, die nächsten aufzubauen. Wahnsinn, ey. Überall habe ich jetzt solche Alien-Blobs hier. Wahnsinn, ey. Die nerven jetzt langsam, ehrlich. Langsam nervt's. Aber muss ja. Ich meine, wenn nichts passiert, wäre es ja auch scheiße. Da unten ist das Wolfram, das will ich mit einschließen, okay. Einmal um den Wald rum. Fuck, da ist auch noch was. Oh, leck mich doch am Bobs, Mann. Ja, Autosave, natürlich. Ja, dann ist das jetzt echt nur die Vorbereitung. Tut mir leid, dann bauen wir jetzt in der Folge noch gar nichts, weil das sonst wieder zu lang wird. Ich habe keine Lust auf 40 Minuten Folge. Das heißt, Lust hätte ich dazu. Das Problem ist einfach, die Upload-Geschwindigkeit ist grausam. Ja. Das ist immer das, was wahrscheinlich manche Leute immer sagen, die nach längeren und besseren Videos schreien. Ich denke mal, die Leute wissen nicht, was da halt dahinter steckt. Wie lang dann die Produktion dieses Videos dauert. Und, ach du Scheiße. Ja, ob das gut geht, weiß ich noch nicht. Aber schauen wir mal. Ja, doch, es ging gut. Die wissen halt nicht, wie lange der Upload dauert und wie lange auch die Verarbeitung von so einem Video dann dauert. Das dauert einfach länger. Man kann nicht jedes Mal hier 50 Minuten, 40 Minuten oder was machen. Das funktioniert nicht. Das könnte ich machen, wenn ich eine 100K-Leitung habe. Ich habe aber 2K. Die Leitung gibt mehr her, aber die Telekom gibt mir nicht mehr. Aus Gründen. Lebt damit. Könnte ich auch mal streamen, kein Problem. Dann kann man mehr schaffen mit dem Stream. Wenn ich mal frei habe oder was, dann mal einfach einen Livestream gemacht. Kann ich aber nicht. Geht halt nicht. Tut mir leid. Wird vielleicht irgendwann in ein paar Jahren mal gehen. Aber im Moment ist es nicht möglich. So, okay, jetzt hören wir mal die Basis hier. Oh Gott, was ist das für ein Riesending, ey? Ich bin noch gar nicht richtig aufgedeckt. Ach, das ist, Moment, das ist das Wolframerz, das ich mit einschließen wollte. Was ist denn dann das da unten? Das ist mir doch eigentlich scheißegal, oder? Aber die Basis nicht. Oh, da sind ja auch noch welche. I leck mit... Heidana, ey. Ja, es wird nervig. So langsam gibt's hier Aliens. Muss ja auch. Es muss ja auch mal passieren, langsam, ehrlich. Auf der einen Seite könnte ich zwar langsam platzen hier mit dem ganzen Scheiß, aber das hilft ja nichts. Das muss sein jetzt langsam echt mal. Ja, ja. Ihr schafft doch eh nichts, ihr Pissköpfe. Okay, dann baue ich hier hinten mal wieder ab. Das brauchen wir nicht mehr. Also, mein Inventar explodiert vor Artefakten, ne? Vor allem von den verschiedenen. Das Schöne ist, man kann aus... Moment. Zwischenprodukte. Ich kann hier zum Beispiel rotes Alien-Artefakt 5-mal machen, indem ich ein normales und ein rotes nehme. Und dann kriege ich 5 rote raus. Das ist geil, oder? Also ich finde es witzig. Genauso wie ich mir natürlich aus den kleinen Alien-Artefakte normale Artefakte machen kann. Die kleinen brauche ich für nichts weiter, außer mir Artefakte draus zu machen. 1, 2, 3, 4, 5. So, machen wir mal. Verbrauchen wir mal ein bisschen. So, mache ich mir ein paar mehr von den normalen Artefakten. Ja, und dann kann man eben hergehen und kann sagen, rotes Alien-Artefakt aus einem roten und 5 normalen. Bumm. Fertig. Ist ziemlich cool irgendwie.
muss ich feststellen. Das machen wir jetzt einmal. Schatzeshalber. Hopp, das machen wir jetzt noch. So, und zwar verbrauche ich jetzt. Ich habe jetzt 18. So. Jetzt hat er 5 Verbrauch. Wie viel kriege ich jetzt raus? Ah, bedeuten mehr. So, jetzt habe ich 38. Habe aber nur 5 eingesetzt. Na, klar soweit, worauf ich hinaus will, oder? Ziemlich coole Sache, muss ich feststellen. Irgendwie finde ich das cool. So. Was ich nicht so cool finde, sind einfach jetzt langsam die Aliens. Auf der anderen Seite, wenn sie sich nicht entwickeln würden, wenn sie nichts machen würden, wären sie auch langweilig. Also wie gesagt, selbst wenn man sie auf super Scheiße stellt, man hat am Schluss schon genug Herausforderungen. Es ist jetzt alles voll. Ich meine, die Karte ist nicht so voll wie beim Hefty. Ganz klar nicht. Grüße an der Stelle. Ja. Bei dir war sie natürlich voller, ist ganz klar. Aber auch bei mir gibt es genug Aliens und genug Scheißdreck, um den ich mich kümmern muss. Ja, passiert schon was. Ich bin trotzdem überlegen, auch wenn dadurch die Aliens schneller wachsen, mir dann ein paar Radare hinzustellen zur Absicherung. Ich glaube, das ist einfach besser. Wie viel habe ich denn hier Eisen drin? 2,5, ne, das lohnt sich nicht. Aber das, da hinten drüben sind Aliens, die müssen sterben, weil die stehen dem Wolfram im Weg hier. Das sind sogar 8,3 Mille statt 7, das ist richtig viel. Nice. Okay. Also. Wo muss ich den Turm hinbauen? Die nächsten, ja, ich nehme an. Ach, das interessiert mich der Felsen. So, die zwei lassen wir mal stehen zur Absicherung. Ich gehe jetzt mal hier runter. Wo waren die? Ach, die waren um den Wald rum, ne? Da muss ich einmal um den Wald rumlaufen, damit ich gut an die Rad... Boah! Alter, ihr geht mir auf den Keks. Ja? Dann müssen wir die halt wegen ausschalten. Hör auf die Mutti. Die hat gesagt, schütz dich. Und was macht er? Er hört wieder nicht. Naja. Was soll's. Oh Scheiße, das geht bestimmt nicht gut. Ah, cool. Wieso ist denn das gut gegangen? Finde ich ja witzig. Ich hätte erwartet, dass es schief geht. Ich habe gleich keine Munition mehr. Suboptimal. Ich muss dann echt mal wieder Munition holen. Habe ich jetzt keinen kleinen Turm aufgestellt? Bin ich besoffen? Doch, das ist noch ein kleiner, der da steht. Alles gut. Nächsten Scharfschützenturm wollte ich aufstellen. Ach, leck mich doch am Bobs. Oh oh. Naja, ich habe eine gute Rüstung mittlerweile. Habe ich schon mal erwähnt, dass mir auf den Keks geht? Langsam wirklich. So. Sieht ja ganz gut aus. Auch hier rücken wir vor. Okay, passt schon. Wegmachen. Wegmachen. Reicht aber noch nicht, um an die Basis ranzukommen. Einfach mal Fresse halten. Ihr Alien Freaks. Ah, da ist die erste Basis gefallen. Das erste Nest. Ach, die ersten drei schon. Ich laber ja scheiße die ganze Zeit. Schieße ich schon auf die Nester. Das ist gut. Gefällt mir. So, und danach muss ich Munition holen, echt. Bevor ich weiter ausbaue, bevor ich die Mauer baue, muss ich Munition holen. Und überhaupt könnte ich mal ein bisschen meine Panzermunition weiter kontrollieren. Ich habe nämlich keinerlei Sprengstoffe mehr weiter produziert. Dabei habe ich noch genug Ressourcen, ja. Sollten wir mal machen. Alter, das ist Wahnsinn. Oh oh. Naja, eigentlich brauche ich keine Angst haben. Ich habe 15.000 Rüstung mittlerweile. Mit der normalen würde ich einen Treffer von einem Wurm überleben. Wobei ich diese Golem-Errungenschaft ja eh dadurch erhalten habe, dass mich der Zug angefahren hat.
Und ich eben nicht gestorben bin. Oh, war's das? Das ist nett. Endlich Ruhe. Okay. So, ich denke, die da unten interessieren mich nicht. Jetzt haben wir einen Tag echt nur mit Aliens zugebracht, ne? Wahrscheinlich mehr als einen Tag. Ich meine, ich war ja insgesamt vorher schon 3 Tage unterwegs. Also in-game. Wie gesagt, es waren so 2-3 Stunden, die ich echt nur hier am Rumblödeln war. Nervig. So, ich denke, eine rudimentäre Verteidigung werden wir mal aufstellen. Und zwar wo? Ab wo? Ach Quatsch. Ich wollte doch die an dem Wald noch loswerden. Puh, okay, ich hole mir erstmal Munition. Fetch the Ammunition. Das wäre jetzt der richtige Song, ne? Ammunition Song. Ach shit, ich muss ja da rappen. Naja, irgendwie boxe ich mich jetzt da durch. Ja, ist ja wurscht. Die Mauer, auf die kann ich scheißen, weil die muss sowieso, die ist nachher sowieso sinnlos. Ich gehe weiter nach unten. Ja, hier habe ich eben Gold. Ja, ich glaube, das hat mich, ist sogar das, was ich zuerst im Moment abbaue. Weil es reicht einfach. Weil es einfach reicht. Ich brauche nicht so viel. Ist noch nicht mal leer. Noch nicht mal der erste ist leer. Es reicht einfach, ne? Ist cool. Wie gesagt, so viel brauche ich davon nicht. Was man einfach am meisten braucht, ist Eisen und Kupfer. Ganz einfach. Davon werde ich definitiv noch eine Basis erschließen müssen. Von Eisen und Kupfer. Bevor das Spiel rum ist. Da gehe ich fest von aus. Da könnte ich mir nicht vorne einen Arsch drauf verwetten. Dass das Eisen nicht reichen wird. Wir haben relativ viel, aber es... Also mindestens das für den Stahl geht zur Neige. Das wird nichts. Das reicht nicht. Aber okay. So, hier haben wir auch Brennstoff. Der ist ja auch schon mal ganz gut. Der hat sogar mehr Brennwert als dieser Hydrazin-Scheiß. Ach so, Moment. Ich darf eins nicht vergessen. Das sind 50 Stück. Und dieses Hydrazin-Zeug, was ich im Panzer stecken habe, sind nur 20. Ich habe kein Hydrazin rein. Ich habe angereicherten Festbrennstoff rein. Moment. Angereicherter Festbrennstoff. Da. Ich könnte es aus Hydrazin machen. Hat 100 Megajoule. 150%. Ach so, es hat aber 150% Fahrzeuggeschleuder. Es macht das Fahrzeug schnell. Das ist das Problem. Genau. Ja, hat aber nur 100 Megajoule. Das hier hat 250. Verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch 10-mal besser. Der Bob-Brennstoff aus Kohle und Wasserstoff. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich muss ein bisschen blöd sein, oder? Oder ich bin gerade irgendwie, stehe ich am Schlauch. Hm. Na gut, ich wollte mal hier reingucken, weil da habe ich mir die Chemiefabrik aufgestellt. Außerdem wollte ich mal gucken, wie sieht's denn aus? Wir haben 99,9 km Schweröl. Das verbrauchen wir aber ab und zu mal. Genauso Schwefeldioxid natürlich. Leichtöl. Und wir haben wieder nichts an Flüssiggas hier drin. Nichts. Schon wieder leer. Ja, also heißt es, wir brauchen einen Tank. Schweröl. Leichtöl. Ja, von mir aus auch nochmal. Hier von. So, viel Spaß. So, und jetzt wird wieder produziert, bitte. Danke. Ich weiß auch nicht, sowieso nicht, warum es Flüssiggas heißt, der Scheiß, aber ist egal. So, okay. Ich gebe dir nochmal Kohle, weil ich habe genug Kohle. Viel Spaß. Kannst weiterarbeiten. Sprengstoffe, bitte. Okay. Na dann, würde ich sagen, was das jetzt mal. Das ist jetzt die Vorbereitung einfach. Ich muss jetzt wirklich mal Mauern bauen. Ich werde jetzt auch demnächst mal anfangen, Radare wirklich mal aufzustellen an die Brennpunkte. Wo ich weiß, dass er, also hier zum Beispiel, wo ich weiß, dass Aliens sind, da will ich was sehen. Ja. Stelle ich nochmal ein paar mehr Türme auf und stelle mir ein Radar dahin. Genauso werde ich mir ein Radar hinstellen hier oben. Wenn ich da nämlich nicht bin, was ist dann? Und dann werde ich mir eben hier so verteilt so 4-5 Stück hinstellen. Genau so machen wir das. Ja. Und dann eben absichern. Da muss ich noch ein paar Türme hinstellen, haben wir gesagt, weil die kommen irgendwann aus dem Wald auf mich zu. Vor allem, wenn ich anfange, hier das Kobaltit und das Wolframzeug abzubauen. Das erste Kobaltit nehme ich einfach hier raus. 1,8 Mille reicht vollkommen. Hier ist der Stein, den ich dazu brauche. Dann kriege ich Kobaltoxid und dann passt es. Ich glaube, mein Zug ist da. Jo. Okay.
Einsteiger bitte. Die Abfahrt verzögert sich um 2 Minuten. Ich sage danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. War jetzt einfach mal nur eine Schlachtfolge heute. Und ich habe euch schon 2 Stunden davon erspart, ne? Also, jetzt wird's witzig. Nee, ich muss mich echt mal langsam kümmern dann. Wie gesagt, diese kleinen, die wir im letzten Part schon probiert hatten kurz, diese kleinen Angriffsroboter, die sind ganz witzig, aber für das, was sie bieten, sind sie mir eigentlich einfach zu teuer. Ich nehme für einen Angriff, so wie ich sie eben jetzt gerade die ganze Zeit gemacht habe, hier Türme, stelle die immer versetzt auf und rück weiter vor. Heftig ist, glaube ich, gern der Granatenfritze, ne? Du packst dir eine schwere Rüstung ein und gehst mit Granaten dann vor. Ist nicht mein Stil. Ist, wie gesagt, ich mache es lieber Präzisionsschläge. Scharfschützentürme und dann gib ihn. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Dann endgültig mit der Produktionserstellung von Titan und Kobaltstahl. Bis dahin.